Als die Alarmglocken. Zum Auftakt gab es ein 0:1 gegen den großen Meisterschaftsfavoriten 1. FC Köln. Das kann passieren, sagt man. Aber dann folgte das 0:0 gegen Aufsteiger Wacker Burghausen. Und vor allem die Art und Weise, wie dieses Unentschieden zustande gekommen ist, hat KSC-Trainer Stefan Kuntz auf die Palme gejagt. Immer nur reden und ergründen, woran es gelegen hat, das haben wir eigentlich schon relativ lange gemacht. Vielleicht müssen die Spieler auch mal spüren, dass man auch mal ohne irgendwas zu sagen auf einmal auf der Tribüne sitzt. Da droht er also mit Umstellungen in der Mannschaft. Aber gibt der Kader das überhaupt her? Denn der ist wie in der vergangenen Saison eher überschaubar und Bruno Labbadia ist nach wie vor gesperrt. Was gibt es also für Alternativen beim KSC? Eine Frage, die sich auch Marc Hindelang gestellt hat. Der personelle Rundumschlag, er blieb aus nach dem Verbalen. Lediglich Aydin Çetin kam neu in die Mannschaft für Marco Engelhardt. Stefan Kuntz verzichtete auf größere Änderungen, weil sich die angesprochenen Totalausfälle im Training voll reinhängten und zeigen sollten, dass Burghausen eine Ausnahme war. Also es sollte alles besser werden beim weißgekleideten KSC, der zum zweiten Mal en suite bei einem Aufsteiger gastierte. Durchsetzen gegen die kampfstarken Trierer war die Forderung, aber das ist gar nicht so einfach. Braham beißt gegen Kracht, Labak und da kommt wieder Braham gegen Wawrczyk. Aber das, was er will, nämlich Elfmeter, das bekam er nicht. Die erste knifflige Entscheidung für Schiri Markus Weber in seinem ersten Zweitligaspiel. Und der 32-Jährige aus Bergkamen lag richtig. Er bot eine solide Leistung, hätte Braham sogar gelb geben können. Mosel Airlines. Die Eintracht ging wie im ersten Heimspiel gleich hohes Tempo und sie spielte schnörkellos. Dragusa, Braham. Die gleiche Mannschaft, die gegen Burghausen siegte, durfte ran. Auch Kevrich. Der Spielmacher, klassisch über den Schlappen gerutscht. Aber es war doch noch ein wenig gefährlich. Die Karlsruher hatten im Spielaufbau Probleme, eben weil Trier so giftig spielte. Dragusa, spielfreudig, Kevrich. Und da drüben kommt Labak. Walter ist vor ihm dran, aber jetzt achten Sie mal auf die beiden. Ein kleines Gemenge, Walter Sauer schimpft, das kannst du mir nicht antun, Labak. Er ist ein Schlitzohr, er tut Trier gut. Beinahe wäre es für Walter ins Auge gegangen. 20 Minuten vorbei. Vorteile für Trier. Rageljevic, da ist Keller, da muss er eigentlich schießen und passt nur rüber zu Wawrczyk, der klären kann. Und wir lesen es seinem Trainer Paul Linz von den Lippen ab. Leck mich am, der steht frei vor dem Tor. Paul Linz heute trotz Magen-Darm-Grippe auf der Bank. Er sah Gäste, die nur kurz sich in seiner Trierer Hälfte aufhielten. Wieder die Eintracht, Anton Labak. Und sehen Sie mal, wie viel Platz die haben. Matthias Keller. Ohne Gegenspieler. Aber mit Anton Labak. 1:0. Anton Labaks erstes Tor für Eintracht Trier. Und eingeleitet hat er es selbst. Ausgangs- und Endpunkt dieses Angriffs. Und diesmal machte Keller alles richtig. Der Pass in die Mitte, als Thorsten Krach diese verließ, weil Wawrczyk nicht da war. Der war von Keller überlaufen worden. Ein kaum zu übersehendes Loch in Karlsruhes Abwehr. 2 Minuten später, Einwurf Ben Schneider, Trares holt sich den Ball. Und nun achten Sie mal auf das Karlsruher Zweikampfverhalten. Die Eintracht bissiger, den Schritt schneller. Und sie hatten auch die besseren Ideen. Adnan Kevrich, Dragusa, Braham, so einfach geht's. Ja, wenn er so abhebt, wenn er so fliegt, der Natsch Braham, dann ist das in Ordnung. Zweites Saisontor des Tunesiers. Und das gegen eine Karlsruher Viererkette, die diesen Namen nicht verdiente. So einfach kann Fußball sein. Zweikämpfe gewinnen und dann direkt und unkompliziert spielen. Wunderschön herausgespieltes Tor. Fanden die beiden natürlich nicht. Stefan Kuntz und Frank Lelle entsetzt. In den ersten beiden Spielen stand wenigstens die Abwehr, aber jetzt passierte vorne nichts und hinten alles. Und es war noch keine halbe Stunde gespielt. Wieder die Eintracht. Schnell und direkt. Braham. Ja, wenn keiner mitläuft, dann hau ich ihn halt rein. Doppelpack,
für Nat Spraham. 3:0 für Eintracht Trier. Sehen Sie, Thorsten Kracht hier. Wendekreis wie ein Öltanker, dann ist Braham weg. Und sein Abschluss, der ist gewaltig. Ganz Karlsruhe auf der linken Seite, als würden sie Platz machen wollen für Braham. Ja, das war top. 3 Tore in 5 Minuten. Ein Grund normalerweise zum Wechseln für den, der hinten liegt. Aber Trier tat es notgedrungen. Labak musste raus mit Rückenproblemen. Für ihn kam Winkler. Aber auch Stefan Kunz musste was korrigieren. Die längst überfällige Erlösung für Thorsten Kracht nach 35 Minuten. Der KSC stand natürlich unter Schock. Aber das Zweikampfverhalten war zu keinem Zeitpunkt Zweitligareif. Mehmet Dragusa. Sehen Sie sich an, was der hier machen kann. Wie einst Alberto Tomba gegen badische Slalomstangen. Dragusa, der spielte wie aufgezogen auf der linken Seite. Das war die letzte Szene einer aus Trierer Sicht rasanten ersten Halbzeit. Das 3:0 keineswegs zu hoch. Stefan Kunz hatte einiges mit seinen Jungs zu besprechen. Und wir machen eine ganz kurze Pause und dann geht's weiter. Motors. In der ersten Halbzeit besser für Karlsruhe gelaufen wäre. Aber zur Offensive kamen sie kaum, weil sie hinten so schlecht waren. Dieser Schuss von Marco Engelhardt, der erste ernsthafte. Engelhardt zur Pause für Trares gekommen. Das Tempo war einigermaßen raus nach dem 3:0. Trier ging nicht mehr so drauf, der KSC trotzdem weiter mit Lücken. Drageljevic nach 55 Minuten. Volles Risiko, aber es gelang der Eintracht halt nur fast alles. Dann kam gleich schnell der direkte Gegenzug. Aydin Çetin taucht zum zweiten Mal in diesem Bericht auf. Und wie? Aber der Pfosten schuld, dass die Badener Torflaute auch nach 236 Minuten ohne Tor kein Ende findet. Karlsruhe bisher beste Chance. Und wieder auf die andere Seite. Ja, so nah war die Karlsruher Hintermannschaft ihren Gegnern selten. In Erwartung einer Ecke von Adnan Kevric. Latinovic und weiter. Endlich konnte er mal einen Ball festhalten, der Karlsruher Torhüter. Von seinen Vorderleuten im Stich gelassen. Trierer Lobtorheit dank Latinovic. Wie viele Totalausfälle hat er heute gesehen? Walter dürfte dabei außen vor sein. Aber selbst als Trier 2 Gänge zurückschaltete, war vom KSC kaum was zu sehen. Danny Fuchs. Wohin mit dem Ball? Keine Anspielstationen, ein Verzweiflungsschüsschen. Und mehr war nicht vom KSC. Viertelstunde vor Schluss nehme ich schon vorweg. Es sollte die 3. Nullnummer in Folge werden für die Badener, die dann auch nach dem Spiel von ihren Fans am Mannschaftsbus aufs Übelste beschimpft wurden. Tja, ob es beim 0:3 blieb. Adnan Kevric bringt nochmal einen Freistoß. Wieder Latinovic. Der Ball genau auf Walter. Wieder nichts mit einem Kopfballtor für Latinovic, der gegen Burghausen den Sieg geköpft hatte. Aber es war klar, es würde auch im zweiten Heimspiel einen Sieg geben für Eintracht Trier. Es war ein hochverdienter. Nach der Pause haben sie es langsam angehen lassen. Es blieb also beim 3:0 für Eintracht Trier. Und es kam mir so vor, als würde sich Stefan Kunz bei Paul Linz dafür bedanken, dass es nur 3 Gegentore waren. Der KSC mit einem absoluten Fehlstart nach beängstigender Leistung. Aber obwohl genau das Gegenteil bei Eintracht Trier zutrifft, diskutierten Torwart Istunat und Matthias Keller noch eifrig, bis Dragusa kommt und sagt, hey, Schluss, jetzt wird gefeiert. Und da muss man sagen, wo er recht hat, hat er recht. Also der Aufsteiger aus Trier mit dem 2. Heimspiel in Folge, nachdem die Auswärtspartie in Mainz verlegt werden musste, mit dem 2. Sieg und damit mit weißer Weste. Man muss sich allerdings ein paar Gedanken und Sorgen machen um den KSC. Das war einmal mehr alles andere als souverän. Die letzte